Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Tja, was soll ich sagen, Ostern steht so ziemlich vor der Tür, also höchste Zeit für mich, euch endlich ein Häkel-Oster-Tutorial hier auf meinem Kanal zu präsentieren. Ich habe also überlegt, was ich so machen kann und es gab einen Wunsch von euch, der ist ziemlich häufig aufgetreten, also habe ich gedacht, gut, machen wir das doch. Und deswegen häkeln wir heute was sehr Putziges und Süßes Kleines, und zwar dieses Osterei mit Bunny-Öhrchen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ihr es lieber mit Gesicht oder ohne haben wollen würdet. Deswegen habe ich zur Anschauung einmal beide Varianten hier vorbereitet. Bevor es mit dem Video losgeht, aber noch eine Sache. Und zwar, ich würde mich ganz darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es nicht getan habt. Ein Abo ist komplett kostenlos, es ist für euch völlig gratis. Mir würde es aber sehr helfen, deswegen klickt gerne einmal auf Abonnieren. Und jetzt geht's los mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für das Bunny-Osterei benötigen wir Baumwollgarn. Einmal in der Farbe eurer Wahl. Meines wird jetzt hellgelb. Und wenn ihr ein Gesicht haben wollt, noch ein kleiner Rest in rosa. Dann noch Häkelnadeln in der Stärke 2,5 und zur Hilfe gerne noch eine zweite, etwas dünnere Häkelnadel. Natürlich eine Schere, Sicherheitsaugen in der Stärke 8 und die dazugehörigen Unterlegscheibchen und natürlich Füllwatte. Wie immer verlinke ich euch alle benötigten Materialien unten in der Infobox. Also, wir beginnen mit dem Ei selbst und benötigen natürlich das hellgelbe Garn. Wir schlagen für den Anfang einen Maschenring an. Solltet ihr für den Start noch etwas Hilfe benötigen, dann verlinke ich euch oben in der Ecke meine Basic-Reihe. So, den Maschenring heben wir dann ab und in ihn häkeln wir die erste Runde und das werden hier 6 feste Maschen. Und ja, ich merke, ich habe noch ein bisschen Probleme mit meinem Handgelenk, also nicht wundern, wenn ich zwischendurch immer mal wieder umfasse. Dann ziehen wir das Ganze fest zusammen und gehen über in Runde Nummer 2. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und um das zu erreichen, wird jetzt jede Masche verdoppelt aus der Vorrunde. Und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir dabei noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. So, dann ziehen wir nochmal fest und bevor es in der nächsten Runde weitergeht, schneide ich den Faden ab. Der stört mich nur. Danach gehen wir in Runde Nummer 3 jetzt hoch auf eine Anzahl von 18 Maschen. Ups, da habe ich gar keinen Faden mitgenommen. Und um diese Anzahl zu erreichen, wird jetzt jede zweite Masche in dieser Runde verdoppelt. So, und bei dieser Anzahl bleiben wir jetzt in den nächsten 2 Runden. Zur besseren Übersicht hole ich kurz einen Maschenmarkierer her. Den fädle ich hier durch. Und dann erkenne ich besser, wann eine Runde vorbei ist und wann die nächste Runde anfängt. Also Runde 4 und Runde 5 häkeln wir glatt mit je 18 festen Maschen. So, dann geht es weiter. Wir steigern uns noch etwas. Und zwar gehen wir jetzt hoch auf 24 Maschen. Und um diese Anzahl zu erreichen, wird jetzt die dritte Masche verdoppelt. So, bei dieser Anzahl bleiben wir jetzt auch in den nächsten Runden. Deswegen ziehe ich meinen Maschenmarkierer noch einmal etwas weiter nach oben. Und dann geht es weiter. Runde 7 und Runde 8 häkeln wir auch glatt mit je 24 festen Maschen. So, und dann gehen wir noch etwas hoch. Und zwar gehen wir jetzt in Runde Nummer 9 hoch auf 30 Maschen. Und um das zu erreichen, wird jetzt jede vierte Masche verdoppelt. In dieser Runde. So, und dann machen wir immer noch weiter mit den Zunahmen, aber es werden nicht mehr ganz so viel. Wir gehen jetzt nämlich hoch auf 32 Maschen. Und um das zu erreichen, müssen nur 2 Zunahmen in dieser Runde gesetzt werden. Denn wir verdoppeln jetzt jede 15. Masche in Runde Nummer 10. Und bei 32 Maschen bleiben wir in den nächsten 4 Runden. Deswegen, ich fädle wieder den Maschenmarkierer hoch. Ups. Und dann geht es weiter. Also, 4 Runden glatt mit je 32 festen Maschen. So ein paar Maschen werden es dann noch mehr.
Und zwar gehen wir jetzt hoch auf 34 Maschen. Aber auch jetzt, es werden wieder nicht viele Zunahmen. In dieser Runde wird jetzt für die 16. Masche verdoppelt, also wieder 2 Maschen mehr. Und damit landen wir dann bei einer Anzahl von 34 Maschen. So, und danach in Runde Nummer 16 gehen wir noch einmal hoch, auch wieder um 2 Maschen. Das bedeutet, wir steigern uns jetzt also auf 36. Und dafür bleiben wir auch im gleichen Rhythmus. Und das bedeutet, jede 17. Masche wird dieses Mal verdoppelt. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir bei unserem Maximum angekommen. Und wir beginnen jetzt mit den Abnahmen. Wir gehen jetzt nämlich runter auf 6er Basis. Das bedeutet jetzt also, wir häkeln jede 5. und jede 6. Masche zusammen in dieser Runde. Und damit gehen wir dann runter auf eine Anzahl von 30 Maschen, denn wir häkeln 6 Abnahmen. So, und dann gehen wir weiter runter. Jetzt in Runde Nummer 18. Da habe ich den Faden leider ein bisschen gespalten, das wollte ich nicht. Aber wir gehen jetzt runter auf eine Anzahl von 24 Maschen und häkeln dafür nun jede 4. und jede 5. Masche zusammen in dieser Runde. Und wenn wir das geschafft haben, machen wir weiter mit den Abnahmen und wir bleiben auf der gleichen Basis. Das bedeutet also, wir häkeln jetzt jede 3. und jede 4. Masche zusammen in dieser Runde und gehen damit runter auf eine Anzahl von 18 Maschen. Und wir häkeln noch eine weitere Runde. Und zwar gehen wir jetzt runter auf 12 und häkeln dafür jede 2. und jede 3. Masche zusammen in dieser Runde. So, sieht aktuell schon nach einem Ei aus. Eine Runde fehlt nachher noch, aber wir platzieren jetzt erstmal die Augen. Also wenn euer kleines Ei auf Augen bekommen würde, dann empfehle ich, dieses hier nach der 11. Runde zu positionieren. Das ist eine Runde tiefer, als ich übrigens den Maschenmarkierer positioniert habe das letzte Mal. Wie viele Maschen dazwischen liegen, könnt ihr selbst entscheiden. Bei mir liegen jetzt 8 Maschen dazwischen. Ich denke, das passt. Dann können hinten die Unterlegscheibchen drauf. So, und dann können wir mit dem Ausstopfen beginnen. So, die stopfen wir jetzt schön hinein. Wenn wir Probleme haben, das Ganze mit den Fingern reinzubekommen, dann ein kleiner Tipp. Ich nehme auch gerne meine Häkelnadel zur Hilfe. Dann bekomme ich die Füllwatte manchmal einfach etwas besser rein. So, ich glaube, das genügt. Die restliche Füllwatte kann weg. Und dann setzen wir wieder an. Eine letzte Runde fehlt nämlich noch. Und zwar gehen wir jetzt wieder runter auf 6 Maschen und häkeln dafür, insofern wir denn noch richtig treffen, auch 6 Abnahmen. So, und dann kann der Faden abgeschnitten werden. Wir ziehen ihn lang und fädeln ihn dann noch durch die übrigen 6 Maschen hindurch. Und wir ziehen fest und verhäkeln ihn dann noch ein ganz kleines bisschen. So, der Rest kann abgeschnitten oder nach innen gezogen werden. Und dann war's das. Und das Ei an sich ist fertig. Der Maschenmarkierer kann noch raus, den habe ich fast vergessen. Und als nächstes folgen dann die Öhrchen. Oder falls ihr die nicht wollt, habt ihr auch so schnell ein Osterei. Und dann geht es weiter mit den Öhrchen. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder die gelbe Wolle. Wir schlagen hier aufgrund der Größe einen Anfangsknoten an, gefolgt von 2 Luftmaschen. Und das Ganze behandeln wir dann wie ein Maschenring. Das bedeutet, wir stechen in die erste Schlaufe ein und häkeln dort die erste Runde und es werden hier beim Ohr 4 feste Maschen. Dann ziehe ich das Ganze fest und gehe über in Runde Nummer 2. In dieser steigern wir uns jetzt auf 6 Maschen. Und um das zu erreichen, wird jetzt jede 2. Masche in dieser Runde verdoppelt. Und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir dabei noch ein bisschen mit zu verhäkeln.
Wir versuchen aufzupassen, dass sich das Ganze in die richtige Richtung dreht. Bei mir wirkt es sich nämlich gerade in die falsche Richtung. Also muss ich etwas gegenarbeiten. Und dann machen wir weiter. In der nächsten Runde gehen wir jetzt hoch auf eine Anzahl von 8 Maschen. Und dieses Mal wird dafür jede dritte Masche verdoppelt. Und ja, ich habe noch ein Stück Anfangsfaden dran. Aber den versuche ich jetzt einfach weiterhin mit zu verhäkeln. Denn der ist so kurz, es lohnt sich nicht mehr, den abzuschneiden. Im Anschluss steigern wir uns weiter, alles im gleichen Rhythmus. Also, wir gehen hoch auf 10 Maschen und verdoppeln jetzt jede vierte Masche. Und wir machen weiter und häkeln im gleichen Rhythmus weiter. Das bedeutet, wir gehen jetzt hoch auf 12 Maschen und dieses Mal wird dafür jede fünfte Masche verdoppelt. Und wir sind noch nicht beim Maximum angekommen. Wir steigern uns weiter, jetzt als nächstes natürlich auf 14 Maschen. Und das bedeutet, dieses Mal verdoppeln wir jede sechste Masche, um die Anzahl zu erreichen. Und danach wird die letzte Runde mit Zunahmen gehäkelt. Wir gehen jetzt nämlich hoch auf eine Anzahl von 16 Maschen. Und dieses Mal verdoppeln wir dafür jede siebte Masche. Und dann sind wir bei unserem Maximum angekommen. Mehr Maschen brauchen wir nicht. Die Öhrchen werden also gar nicht so groß, aber größere Öhrchen brauchen wir hier auch nicht. So, wir sind also bei 16 Maschen angekommen und bei dieser Anzahl bleiben wir in den nächsten zwei Runden, also wir häkeln zweimal glatt, je 16 feste Maschen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir wieder runter mit der Maschenanzahl. Und zwar zurück auf 12 Maschen. Und dafür häkeln wir jetzt jede dritte und jede vierte Masche zusammen in dieser Runde. So, wenn wir das geschafft haben, ist das Ohr eigentlich schon fertig. Wir häkeln noch eine Kettmasche für den glatten Abschluss und dann war's das. Der Faden wird abgeschnitten und langgezogen. Eine Sache machen wir noch. Wir falten das Ohr jetzt einmal in der Mitte, damit es dann quasi so sitzt. Und zwar nehmen wir jetzt den Faden und fädeln diesen durch die Maschen auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann geht das hier quasi einmal zusammen. Und das machen wir jetzt noch einmal. Wir stechen noch durch die nächsten Schlaufen hindurch, damit das noch ein bisschen fester sitzt. So. Und dann sitzt das gut zusammen und das genügt uns. Dann ist das Öhrchen jetzt wirklich fertig und natürlich, wir brauchen 2 Stück davon. Und dann haben wir schon alles zusammen, was wir brauchen. Mehr wird es nicht. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zusammenzunähen und ja, eigentlich ist es fast egal, womit wir beginnen, ne? Wir brauchen halt das Ei selbst und ein Öhrchen. Also das Öhrchen kommt jetzt hier oben schräg dran, nicht zu weit vorne, sonst sieht es aus wie ein Hörnchen. Deswegen relativ weit hinten, aber ziemlich oben in der Mitte. Und zwar starte ich damit in der zweiten Runde. Dann sieht es so aus, einmal zur Orientierung für euch. Wir nehmen den Faden vom Ohr und ziehen diesen durch die gegenüberliegende Schlaufe vom Ei selbst. Dann gehen wir wieder zurück zum Ohr und fädeln den Faden dort durch die nächsten Schlaufen. Dann geht es wieder zurück zum Ei und wir fädeln den Faden wieder durch die nächste Schlaufe hindurch. Wir gehen dann wieder zum Ohr, fädeln den Faden durch die nächsten Schlaufen, gehen dann wieder zurück zum Körper. Passt auf, wie es annäht, dass es nicht so aussieht, sondern dass es in diese Richtung geht. Deswegen, ihr müsst also schräg nach unten gehen beim Festnähen. Und ja, ich nähe das Ganze fest, obwohl ich dafür eine Häkelnadel benutze. Ich komme damit einfach besser klar. Aber wenn ihr besser zurechtkommt mit einer richtigen Nadel, mit einer Stopfnadel oder womit auch immer, dann macht das ruhig, so wie es für jeden am besten funktioniert. Und für mich ist das die Häkelnadel. So, und wenn alles gut sitzt, dann wird der Faden noch ein kleines bisschen vernäht, bevor er abgeschnitten wird. So, sieht gut aus. Schneiden den Faden ab, ziehen den kleinen Rest nach innen. Aufpassen, ich habe etwas Füllwatte rausgezogen, das soll nicht passieren. Die hole ich wieder rein. So, und dann folgt das zweite Ohr. Und das machen wir genau auf die gleiche Weise. Nicht getroffen, geht gut los. Also achtet drauf, dass ihr es in der gleichen Höhe festnäht. An der Kontrolle. Aber ja, sieht passend soweit aus. So, wenn alles sitzt.
ist, kann auch hier der Faden wieder vernäht werden, bevor wir ihn dann abschneiden. So, dann sitzt das soweit und es fehlt noch eine Sache. Wir nähen noch das kleine Näschen auf. Also, ich brauche das rosa Füllgarn und gehe jetzt von der Reihe, in der die Augen sitzen, eine Reihe tiefer und sticke dort quasi mein Näschen auf. Ich schaue einmal, dass es mittig ist. Ich lasse von den Augen aus noch zwei Maschen frei und sticke das Näschen dann über eine Breite von 3 Maschen auf. Also hier, damit es nicht zu dünn wird, ziehe ich den Faden ein paar Mal hin und her. So, mit 4-5 Stichen bin ich eigentlich ganz happy und den Rest des Fadens ziehe ich dann hier nach innen. Der anderen Seite muss ich noch abschneiden und auch dort ziehe ich dann den Faden in das Innere. So, und dann war's das. Süß sieht's aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Ohren sogar noch ein ganz kleines bisschen rosa färben, wenn ihr mögt. Ich finde schon ganz süß soweit. Und das war's auch schon. Unser kleines Bunny-Osterei ist fertig und müsst ihr es bei euch vermutlich auch so ähnlich oder so ähnlich aussehen. Oder vielleicht habt ihr es auch in einer ganz anderen Farbe gehäkelt. Ich bin total gespannt, wie eure Ostereier aussehen. Deswegen verlinkt mich gerne drauf. Nutzt den Hashtag Pfirsichteufel, damit ich auch definitiv sehe, was ihr so gezaubert habt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, ich würde mich ganz am Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder eine Anregung für ein neues Video, lasst mich das gerne noch unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr so weitere Videos sehen wollt, vielleicht noch was für Ostern, schaut mal da oben hin, da packe ich noch ein Video hin. Und dort gibt es noch was anderes Österliches. Und wenn ihr auf der Suche nach Wolle seid, nach selbstgemachten Sachen oder vielleicht andere kleine Ostergeschenke, schaut dort mal hin, da verlinke ich euch meinen Shop. Ansonsten würde ich meinen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Also, bis ganz bald.